Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Rostocker Hanseseel ist das größte, aber neben vielen Veranstaltungen in Warnemünde, Wismar, Stralsund oder Greifswald bei weitem nicht das einzige maritime Ereignis in Mecklenburg-Vorpommern. Ich will mich im Folgenden aber beispielsweise auf die Hanseseel beziehen, weil dies die Problematik am anschaulichsten macht. Die Hanseseel findet seit 1991 statt. Gleich im ersten Jahr war sie ein großer Erfolg. Jährlich kommen bis zu 1 Million Besucher hierfür nach Rostock. Sie entdecken dabei die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt Rostock, vor allem natürlich den Stadthafen, die Mole und die zahlreichen kulturellen Attraktionen sowie den Strand in Warnemünde. Und sie besichtigen die Windjammern, Traditionssegler, die Regatten und natürlich die Hansestadt. Kurzum, vielleicht kann die Hanseseel noch nicht ganz mit den Besucherzahlen des Oktoberfestes mitteilen, aber es ist das größte maritime Ereignis auf der Ostsee. Sie ist ein Aushängeschild für Mecklenburg-Vorpommern. Dass die Hanseseel von den Besucherzahlen noch nicht ganz, und das meine ich ironisch, mit dem Oktoberfest mithalten kann, hat sicherlich nicht nur etwas mit der steuerlichen Ungleichbehandlung bei den Betriebsausgaben des Einkommensteuergesetzes zu tun. Aber auf jeden Fall sind maritime Großveranstaltungen wie die Hanseseel ein schöner Anlass, um Mitarbeiter und Kunden zu einer Regatta-Begleitfahrt einzuladen. Nur so kann man das Spektakel aus nächster Nähe erleben. Und das ist eben das Wesen einer Regatta-Begleitfahrt, Herr Saalfeld, aufgrund Ihrer Pressemitteilung, dass man dabei ist, vor Ort ist, weil man vom Strand aus eben das nicht sehen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Hanseseel und viele vergleichbare maritime Ereignisse werden auch von Unternehmern genutzt. Und zum Beispiel geschäftliche Kontakte, zu knüpfen und zu vertiefen. Und jeder, der selbst ein Geschäft schon geführt hat, weiß darum, wie wichtig es ist und wie zielführend es ist, außerhalb von normalen geschäftlichen Rahmen in einen anderen Rahmen Kundenverhältnisse zu vertiefen oder gerade bei solchen Anlass Start für neue Geschäft zu tätigen. Die IHK zu Rostock hat dieses Thema auch im Gespräch mit der CDU-Fraktion bereits vor der Hanseseel 2013 aufgegriffen. Sie strebt gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern Schleswig-Holstein eine Lockerung an. Immer weniger Unternehmer nutzen Ausfahrten wie bei der Hanseseel oder der Kieler Woche nämlich, um Kontakte zu Geschäftskunden zu pflegen. Und hierfür gibt es eine sehr naheliegende Ursache. Erst im vergangenen Jahr hat der Bundesfinanzhof die Auffassung der Finanzverwaltung bestätigt, dass das Betriebsausgabenabzugsverbot auch für die Ausfahrten mit Traditionsschiffen anlässlich von Großveranstaltungen gilt. Dies führt zu einer Ungleichbehandlung im Hinblick auf andere Veranstaltungen, zum Beispiel zu Geschäftseinladungen in den VIP-Bereich von Fußballstadien etwa zum Münchner Oktoberfest. Denn sowohl beim Fußball als auch beim Oktoberfest sind die Betriebsausgaben ganz oder teilweise abzugsfähig. Und aus der steuerlichen Ungleichbehandlung gegenüber anderen Veranstaltungen resultieren zumindest zwei unmittelbare wirtschaftliche Nachteile für Mecklenburg-Vorpommern. Zum einen werden Unternehmen, die mit dem maritimen Aushängeschild Mecklenburg-Vorpommern werben wollen, unmittelbar benachteiligt, denn sie können die Kosten für sogenannte Regatta-Begleitfahrten nicht steuerlich absetzen. Damit vergrößert sich der finanzielle Aufwand, der ein Unternehmen betreiben muss, um Geschäftspartner zu bewirten. Und wie bereits angekündigt, hat die IHK zu Rostock hierzu festgestellt, dass die Buchungen von Traditionsseglern durch gewerbliche Unternehmen auf der Hanseseel seit Jahren rückläufig sind. Und sie sieht einen maßgeblichen Zusammenhang zu den steuerlichen Ungleichbehandlungen. Mit dieser Feststellung der IHK wird aber deutlich, dass dieses Betriebsausgabenabzugsverbot aus dem Einkommensteuergesetz in seiner jetzigen Form gerade nicht nur die unmittelbar Betroffenen tangiert, mittelbar ist nämlich auch die Attraktivität maritimer Großveranstaltungen wie die Hanseseel insgesamt betroffen. Und wenn es mit unserer heutigen Landtagsinitiative gelingt, gewerbliche Buchungen von Traditionsseglern auf der Hanseseel von dem von der IHK diagnostizierten stetigen Abwärtstrand zu befreien, dann haben wir auch die Attraktion der Hanseseel weiter steigern können. Meine Damen und Herren, Aufwendungen
Für Regatta-Begleitfahrten fallen unter das Abzugsverbot § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4, unglaublich, des Einkommensteuergesetzes. Diese Verwaltungsauffassung wurde, wie bereits angedeutet, durch ein Urteil des Bundesfinanzhofes am 2. August 2012 bestätigt. Das Urteil stellte fest, dass die Kosten für Regatta-Begleitfahrten mit Geschäftspartnern auf der Kieler Woche nicht absetzbar seien. Das Einkommensteuergesetz schließe die Kosten für Schiffsreisen und die damit zusammenhängende Bewirtung bewusst vom Abzug aus. Hierin sieht der Bundesfinanzhof eine unangemessene Repräsentation, die nicht auf die Allgemeinheit abgewälzt werden dürfe. Und wenn wir uns die Begründung des Regierungsentwurfs des Steueränderungsgesetzes von 1960 anschauen, dann heißt es dort zu den genannten Ausgaben, sie seien, und das ist ein Zitat, ihrer Art nach überflüssig und unangemessene Repräsentationen, die im Interesse der Steuerpflichtigen und des sozialen Friedens nicht länger über den Abzug von steuerpflichtigen Gewinnen auf die Allgemeinheit abgewälzt werden könne. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, nach unserer Auffassung kann diese gesetzgeberische Begründung auf die Ausfahrten zur Hanseseel und zu vielen anderen maritimen Großveranstaltungen nicht zutreffen. Die Ausfahrt zur Hanseseel steht den Einladungen zu Sport- und Kulturveranstaltungen gleich. Denken Sie an die Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit von Einladungen zu VIP-Lounges, von Fußballspielen. Und auch der soziale Frieden würde nach unserer Auffassung nicht durch eine steuerliche Absetzbarkeit von Ausfahrten auf Traditionsschiffen etwas anlässlich der Hanseseel bedroht. Denn an der Hanseseel beteiligen sich gerade auch Unternehmen. Und ihre Beteiligung liegt im allgemeinen Interesse, weil sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dieses maritime Großereignis mit über 1 Million Besucher und den bereits genannten Wirtschaftseffekten am Leben zu erhalten und in Zukunft weiter mitzugestalten. Und diesen Unternehmen bei ihrem Engagement mit einem steuerlichen Ungleichbehandlung Steine in den Weg zu legen, halten wir für den falschen Weg. Ausfahrten zu Segelveranstaltungen wie der Hanseseel sollten ausdrücklich vom Abzugsverbot ausgenommen werden. Es darf aus unserer Sicht keinen steuerlichen Unterschied machen, ob ein Unternehmer seinen Geschäftskunden zur Hanseseel, in die VIP-Loge eines Fußballvereins oder eben zum Oktoberfest einlädt. Deswegen wollen wir heute im Landtag für eine Lockerung des Betriebsabgabenabzugsverbots werben. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Gestatten Sie mir abschließend eine Bemerkung. Wir haben die Problematik auch auf der wirtschaftspolitischen Sprechertagung der CDU-CSU-Fraktion in München am 29. und 30. September thematisiert. Insbesondere die Nordländer haben die Initiative gewürdigt. Die wirtschaftspolitische Sprechertagung der CDU-CSU-Fraktion hat eine entsprechende Initiative der Nordländer begrüßt. Und dann erlauben Sie mir zwei Hinweise auf Ihre bereits getätigten Pressemitteilungen der Linken und der Grünen. Insbesondere auf die Grünen. Auch die Finanzministerin der Grünen, Monika Heinold aus Schleswig-Holstein, ist dafür. Ich zitiere, was den Bayern das Oktoberfest ist, ist uns die Kieler Woche. Ich kann der Kritik der Wirtschaft an dieser Ungerechtigkeit bei der Absetzbarkeit repräsentativer Aufwendung verstehen. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss, nachdem die Pressemitteilungen raus waren, hatte ich noch einmal mit dem Hauptgeschäftsführer der IHK, Herrn Jens Rademacher, telefoniert und ich darf Ihnen auch hier noch einmal einen O-Ton von ihm mit auf den Weg geben. Nach den Rückmeldungen unserer Unternehmen und den Betreibern von Traditionsseglern haben in den letzten Jahren immer mehr Unternehmen von Chartern der Traditionssegler bei der Hanseseel Abstand genommen. Weitere Unternehmen denken darüber nach. Die Buchungen sind in erster Linie deshalb rückläufig, weil die Unternehmen diesbezügliche Kosten steuerlich nicht geltend machen können. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich werbe heute auch bei Ihnen um die Zustimmung zu diesem Antrag. Lassen Sie uns heute einen Beitrag dazu leisten, dass gewerbliche Buchungen von Traditionsseglern auf der Hanseseel wieder steigen. Vielen Dank.